Angesichts der rapide steigenden Zahl von Ebola-Toten in Westafrika will jetzt auch die Weltbank den Kampf gegen die Krankheit unterstützen. Mit knapp 150 Millionen Euro soll den besonders betroffenen Ländern Guinea, Sierra Leone und Liberia ermöglicht werden, das tödliche Virus unter Kontrolle zu bringen. Inzwischen werden in den USA zwei Helfer behandelt, die sich in Afrika mit der Seuche infiziert haben. Nun sind auch die USA alarmiert. Mit landesüblicher Dramatik berichten Fernsehsender über die Ebola-Epidemie, die inzwischen auch hiesige Krankenhäuser beschäftigt. Ein Arzt und eine Missionarin wurden aus Afrika heimgeholt, im Spezialflugzeug mit eingebautem Isolationszelt. Die beiden hatten sich auf einer Krankenstation in Liberia infiziert. In Guinea, Sierra Leone und Liberia sind bereits hunderte Menschen an den Folgen von Ebola gestorben. Inzwischen hat das Virus auch Nigeria erreicht, mit rund 160 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land Afrikas. In Saudi-Arabien wird ein aus Sierra Leone zurückgekehrter Geschäftsmann auf Ebola getestet. Das Ergebnis steht noch aus. Ebola ist eine Viruserkrankung, die grippeähnlich beginnt und später schwere Blutungen hervorruft. Die internationale Gemeinschaft gibt den betroffenen Ländern nun eine kräftige Finanzspritze zur Eindämmung der Epidemie. Die Weltbank wird Guinea, Liberia und Sierra Leone mit 200 Millionen Dollar beim Kampf gegen Ebola helfen. Das Geld wird für Medikamente, Aufklärung und medizinisches Personal eingesetzt. Es soll auch Menschen helfen, die durch die Krankheit in finanzielle Not geraten sind. Mit ungleichen Mitteln kämpfen sie bisher gegen das tödliche Virus. Desinfektionsspray und Gummistiefel in Afrika, Hightech in den USA. Die dramatischen Bilder von Isolationszelten und Spezialflugzeugen sorgen auch hierzulande für Verunsicherung. Aber Experten der Weltgesundheitsorganisation mahnen zur Besonnenheit. Ebola sei nur über den Austausch von Körperflüssigkeiten übertragbar und bei weitem nicht so ansteckend wie Windpocken.